Hi Leute, hier ist Trinity. Ich begrüße euch zu Star Wars Battlefront. Und wir waren ja, haben ja das letzte Mal Vorherrschaft gespielt. Jetzt gibt es einen Modus, der uns noch fehlt, und das ist das Gefecht. In dem Modus gibt es keine Fahrzeuge und Helden. Es ist einfach nur ein Kampf Mann gegen Mann. Ja, und ja, den werden wir heute ganz normal spielen, also wahrscheinlich nicht in der Third Person, sondern so wie üblich. Und ja, im Moment der letzte Modi, der uns noch fehlt. Danach könnte man eventuell nochmal zeigen die Missionen, die Einzelspieler-Missionen, die sind vielleicht ja auch ganz interessant. Ich habe mich damit noch gar nicht so befasst. Erstmal jetzt allerdings das Gefecht und wir gucken, ob wir ein Spiel finden. Und ich bin gespannt, wie das läuft, denn ja, in Vorherrschaft lief es letztes Mal ja gar nicht so übel. Gefecht ist allerdings ein Modus, der auch recht rasant ist. Es geht darum, in einer gewissen Zeit 100 Abschüsse zu machen. Das Team, das zuerst die 100 Abschüsse hat, gewinnt. Oder, wenn die Zeit abgelaufen ist, das Team mit den meisten Abschüssen. Jetzt ist das Spiel schon gestartet. Müssen mal schauen, wie lange schon. Ah ne, es fängt gerade an. Okay. Gut, dann schauen wir mal, wie es läuft. Ja, auch ein Spielmodus, in dem man jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit hat, groß rumzusnipern oder so. Da muss man dann schon einfach direkt in den Angriff gehen. Ich werde dann, wie gesagt, jetzt doch mal den Modus wechseln hier, die Ansicht. Weil es sonst wirklich schwierig wird für mich. Rücken wir mal ein Stück vor. Oh, ja. Das ist beliebt, hier einfach da drüber, ups, die Granaten zu schmeißen, wenn man es denn schafft. Ah, sowas Doofes. Ich wollte den unbedingt haben. Deswegen bin ich nicht weggelaufen. Ich dachte, ich kriege ihn. Dann war der andere aber doch schneller. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ey, was ist hier los? Hör auf, hier rumzuballern. Die eigenen Leute. Ja, im Moment ist es noch recht ausgewogen. Allerdings nicht, wenn man solche Leute hat, die einem da dauernd vor der Nase rumtanzen. Boah. Ich komme hier momentan schlecht weg, solange der. Ah. Habe ich zu spät reagiert. Ja, so kann es nicht weitergehen. Ich werde mal versuchen, andersrum zu laufen. Frag mich, wo meine Leute alle sind. Lauf! Glück gehabt. Für den Moment zumindest. Ach, schade. Da war ein bisschen schneller. Aber so schlecht schlage ich mich persönlich gar nicht, finde ich. Unser Team ist jetzt gerade ein bisschen echt ins Hintertreffen geraten. Ich weiß nicht, warum die sich jetzt alle haben so übel zusammenschießen lassen. Ich meine, auch wenn das hier schnell geht, ein bisschen aufpassen muss man deshalb trotzdem. Und nicht einfach stumpf hier in das Feuer reinlaufen.
Ja, mir fehlt hier echt ein bisschen der Support von unserem Team. Es läuft jetzt gerade nicht so gut, nachdem es echt sehr ausgeglichen anfing. Ihr seht, es läuft immer so 10 Minuten, so ein Match. Und, oh oh. Mist. Und entweder es hat dann jemand die 100 Abschüsse oder eben, wie gesagt, das Team, das die meisten hat. Also die Sache mit den intelligenten Raketen, die ist mir noch nicht so ganz klar, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich auch schon lange keinen Abschuss mehr gemacht und könnte auch mal wieder einen gebrauchen, ehrlich gesagt. Ey! Ich dachte, ich würde in Deckung stehen, aber offensichtlich war das nicht der Fall. Alles klar. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal auch eine Map, die ein bisschen mehr Möglichkeiten zulässt. Denn letzten Endes kann man hier nicht viel mehr machen, als einfach immer wieder reinzulaufen. Und zu versuchen, da irgendwann mal das Ganze zu durchbrechen. Hä? Bin ich jetzt blöde? Ah, okay. Alles klar. Ich werde mal meinem Kollegen folgen hier. Immerhin Assist. Hä? Wo? Oh Mann, es wird eng. Und wie gesagt, wenn man da einfach so blind reinläuft, ist es auch nicht gerade hilfreich. Klar, manchmal ist es einfach Pech. Der hat jetzt wirklich damit gerechnet, dass ich hier stehe. Das ist natürlich doof. Ja, diese Runde werden wir wohl mit aller Wahrscheinlichkeit verlieren, so wie es aussieht. Ja. Das war's. Ja, schade. Das fing eigentlich ganz vielversprechend an. Und lief dann nicht mehr so gut. Schauen wir mal, wie es auf der Rebellenseite läuft. Würde ich vorschlagen. Ich hätte ganz gerne eine Map mit ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, aber das kann man sich nun mal jetzt so nicht aussuchen in dem Moment. Kann auch sein, dass wir dieselbe nochmal spielen müssen. Nee. Naja, okay. Ja, Vorherrschaft lief es dann doch ein bisschen besser beim letzten Mal. Oh. Aber wir geben nicht auf. Ein bisschen Optimismus hier. Ah, wir haben leider weniger Leute. Einen zumindest weniger. Das sind schon mal nicht die tollsten Voraussetzungen. Ah, wenigstens 1:1, immerhin. Und ich weiß ja auch nicht, warum der Typ, der da gerade neben mir stand, einfach abgehauen ist wieder mal. Ich finde es manchmal ein bisschen unklar, wie die sich so verhalten. Ich weiß es nicht.
wird oft doch nicht unbedingt ans Team gedacht. Ach, die können da ja auch rauskommen. Gehen wir da doch mal lang. Gut. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Nicht mit mir, mein Schatz. So läuft das nicht. Und regenerier dich. Durchhalten. Ihr könnt immer noch gewinnen. Man kann ja auch mal Glück haben. Mal von hinten einen erwischen. Es ist offensichtlich unser Droide, okay. Jetzt hätte er schon auf mich geschossen. Nein! Okay, kein guter Weg. Nehmen wir einen anderen. Oh, da ist alles voll. Noch eine, das ist aber nett. Stellen wir die da mal hin. Ist ja interessant. Wo sind denn die wohl alle unterwegs? Da ist einer. Der ist da reingelaufen. Da oben läuft einer. Imperiale Einheiten nähern sich unserer Position. Das war ja jetzt sehr spooky. Erst hat er mich überhaupt nicht gesehen und dann musste mein Gerät ausglühen und mein Gewehr. Sehr ärgerlich. Ja, diese Droiden, die können echt sehr übel sein manchmal. Nee, ärgerlich. Noch liegen wir vorne, aber wer weiß wie lange noch. Und ich frage mich, wann meine Annäherungsbomben mal ein paar Punkte machen. Och Mensch. Alles ein wenig in Unordnung gerade, das gefällt mir nicht besonders gut. Das gibt's ja nicht. 11%. Unfassbar. Ich hab echt auch ein bisschen Pech gerade, habe ich so das Gefühl. Einfach nicht vernünftig zu treffen. Mensch, nochmal. Ärgerlich, ärgerlich. Was? Hä? Den habe ich jetzt echt nicht gecheckt. Der stand da irgendwo hinter mir, ne? Ja, läuft ein bisschen blöd gerade. Muss jetzt echt ein bisschen aufpassen. Oh nee! Was ist denn mit meinen? Ich habe zwei Annäherungsbomben verteilt. Die machen gar nichts. Hä? Komm, ich habe genau auf den Oberkörper gehalten. Gut, nicht auf den Kopf, aber. Feindliche Einheiten betreten die Zone. Nach dem Spawn gekillt. Ah.
So, Hälfte ist rum, jetzt noch ein bisschen Konzentration, bitte. Aber es ist eben, wie es ist. Wie gesagt, also es ist ein sehr schneller, rasanter Spielmodus. Oben lang ist, hat sich nicht unbedingt bewährt. Ja, es klappt schon, wenn man richtig trifft. So ist es nicht. Aber das muss man halt auch erstmal hinkriegen. Und, ich bin da vielleicht nicht das allergrößte Talent, was das betrifft. Nicht dieses Mal. Schade. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass dieser vermaledeite Druide darum steht. Na, verdammt. Ich dachte, da hätte einer was geworfen, aber der ist wahrscheinlich nur gesprungen. Da kam gar nichts angeflogen. Oh, das war ich selber. Ich dachte, da kommt noch einer. Ah, ist mir schon klar gewesen, dass der wusste, wo ich stand. Aber ich dachte, ich würde ihn vielleicht schneller treffen können als er mich. War leider ein Trugschluss. Hat nicht geklappt. War jetzt auch gruselig. Ja, ich gestehe, ich habe jetzt gerade ein bisschen Schiss, mich hier wegzubewegen. Verdammt. 94, los, das schaffen wir. Gott, überall Granaten. Wo soll ich denn zuerst hinlaufen? Hilfe. 96. Sieht gut aus, sieht gut aus. Hä? Granaten? Was? Rakete? Ach, Nahkampf beherrsche ich nicht besonders. Einen noch. Ha, gewonnen. Ja, wunderbar. Wie schön. Haben wir auf der Rebellenseite gewonnen. Und ich stehe sogar gar nicht so schlecht da. Doch ganz gut geklappt. Ja, das war's auch schon. Wieder. Wie gesagt, das geht sehr schnell hier im Gefechtsmodus. Und ja, jetzt habe ich euch alle Modi gezeigt, die es bislang so gibt, und ja, welchen ihr davon präferiert, welchen ihr am liebsten spielt, müsst ihr für euch selbst herausfinden. Ich für mich fliege zwischendurch ganz gerne mal Jägerstaffel und so zur Abwechslung, was auch ziemlich gut klappt. Ich meine, ich habe da mal ein Video zu gemacht, auch schon, dass uns das nicht fehlt. Und ansonsten mag ich ganz gerne eben Kampfläuferangriff und Wendepunkt. Ich vermute, dass es fast den meisten so geht. Aber auf der anderen Seite habe ich auch, abgesehen davon, dass ich jetzt die Videos hier gemacht habe, auch so für mich auch jeden Modus schon mal ab und an gespielt, weil ich das ganz schön finde, so die Abwechslung, die es so gibt.
Ihr habt ja vielleicht auch mein Heldenjagd-Video gesehen, was ich mit meinem Bruder aufgenommen habe. Das war auch tierisch lustig. Also es ist eigentlich auch ein ganz schöner Modus, wo man eine Menge Spaß haben kann. Und ja, so viel dazu. Und wir müssen mal schauen, was ich mir dann als nächstes vorknöpfe. Wie gesagt, also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier die Missionen mal machen. Und ja, bis dahin auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich drüber freuen. Und ja, bis dann. Ciao.